Hallo Welt, da sind wir wieder. Hier am Prototypen-Labor-Terminal. Da gucken wir natürlich mal rein. Das interessiert uns ja doch, was hier so abging. Baton ist falsch. Heavy ist richtig. Daily ist richtig. Schön. Ja. Und wir haben noch mehr Intramails hier. Und zwar Intramails der Forschungsabteilung vom 30.07.77. Nein, das ist die falsche zurück. Irgendwie ist die Maus gerade verrutscht. So, vom 30.07. erstmal an Reaktorteam von Enchantridge. Da war er noch hier, Forschungsleiter. Heute betreten wir Neuland. Sobald der Schalter des Reaktors umgelegt ist und der Beryllium-Beschleuniger die Fusionsreaktion kalt startet, wird die Clean Power Atomenergie für uns alle Realität. Als Forschungsleiter des Projekts möchte ich Ihnen für Ihre Mitarbeit danken. Viel Glück und alles Gute. Ja, dann haben wir eine persönliche Intramail. Moment, was ist denn? Was nicht so schnell? Immer mit der Ruhe. Dann haben wir eine persönliche Intramail vom 1.8.77 an D. Warbash, X. Vincent und C. Collins von B. Thorpe, Abteilung für Prototypen. Tamish greift in seinen Beutel und verstreut den Kontaktstaub in einem Kreis um ihn herum. Er schließt die Augen und ruft das Wissen von Deligasa an. Deligasa, Weiser der Ewigkeit, zeige mir, was meine Augen nicht sehen können. Das war jetzt sehr unerwartet. Aber wir haben noch eine persönliche Intramail. Und zwar vom 2.8., einen Tag danach, 77 auch, nochmal an die Warbash und X. Vincent und C. Collins von B. Thorpe, Abteilung für Prototypen. Tamash stellt das Wirken des Zaubers ein und wechselt zu seinem Stab des gleißenden Sonnenlichts. Er intoniert die Worte und hebt den Stab hoch über seinen Kopf, um den Raum zu beleuchten. Voller Stolz ruft er: Dunkler Feind, sei bereit für deine Enthüllung. Die haben hier ein Spiel gespielt. Und dann nochmal eine dritte und letzte persönliche Intramail vom 3.8. nochmal einen Tag später. Und das Ganze geht wieder an D. Warbish, X. Vincent und C. Collins. Das Ganze kommt von B. Thorpe, Abteilung für Prototypen. Tamash lässt den Stab fallen, greift in seine linke Brusttasche und holt eine Prise Schwefelpulver heraus. Er stimmt den Feuersbrunstzauber an und pustet in Richtung der Bestie in das Pulver. Wenn es funktioniert, muss das Ding eine Feuerprüfung von -5 bestehen. Ja, die haben hier Rollenspiele gespielt. Ja, ist doch auch lustig. Protektron-Steuerung, ja, die brauchen wir nicht unbedingt. Wir können ja mal gucken, verbunden ist eine Einheit mit diesem Terminal. Persönlichkeitsmodus auswählen brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Protektrons im Moment. Hi. Wir suchen weiter nach dem Ausgang hier, aber wir sind schon ziemlich nah. Darf ich? Danke. Lässt du mich? Darf ich vorbei? Lässt du mich nicht vorbei? Nö. Dreht mir einfach den Rücken zu. Curry, du guckst auch vor die Wand. Was ist los mit euch? Nimm dir doch da ein bisschen Schrott raus. So ein bisschen Müll für unterwegs. So als Reiseproviant. Sowas in der Art. Eine saubere Postbotenmütze. Ja, die müssen wir natürlich mitnehmen. Keine Frage. Aha, Chemikalienschutzanzug. Brauchen wir so einen vielleicht? Ist das ein Wink? Oh, hier können wir aber schön sammeln, wenn wir nachher wieder kommen. Kaugummi! Ein überfälliges Buch. Okay, Aufseher-Terminal. Aufseher, hier. Okay, ich kenne das Passwort. Roaming ist es nicht. Und Seeking ist es... Ja,
Intramail der Forschungsabteilung vom 30.07.77 an Reaktorteam von Enchandridge, Forschungsleiter. Heute betreten wir Neuland. Sobald der Schalter des Reaktors umgelegt ist und der Beryllium-Beschleuniger die Fusionsreaktion kalt startet, wird die Clean Power Atomenergie für uns alle Realität. Als Forschungsleiter des Projekts möchte ich Ihnen für Ihre Mitarbeit danken. Viel Glück und alles Gute. Das hatten wir schon. Na, ob die anderen auch Wiederholungen sind? Ja, sieht fast danach aus. Das hier ist das Spiel nochmal, von dem wir da gerade schon gelesen haben. Und sicherheitshalber gucken wir mal rein. Das ist aber ein bisschen was anderes, oder? Die haben andere. Okay, dann lesen wir das doch durch. Also, nochmal an D. Wabasch von B. Thorpe. Nein, und B. Thorpe, C. Collins von X. Vincent, Reaktoraufseher. Schattenteufel sucht nach einer sicheren Ecke und zieht seine beiden Schlangenbissdolche. Er geht in die Hocke und sagt, Tamasch, hier stimmt etwas nicht. Ach so, ja, das hätte man vielleicht in Kombination mit den anderen Nachrichten lesen sollen. Und das Ganze nochmal von X. Vincent, Reaktoraufseher. Schattenteufel schleudert sofort seine Dolche auf die kriechende Form und brüllt, Gandar, über dir, mein Freund. Ich habe eine 16 für den ersten Dolch und eine 7 für den zweiten. Haben sie gewürfelt oder? Persönliche Intramail, also vom 3.8. dann nochmal. Schattenteufel holt seine Handarmbrust aus ihrem Lederhalfter, setzt ein +2-Pfeilmagazin ein und nimmt die Kreatur genau ins Visier. Mit seiner Kraft der Klarsicht versucht er, auf die Schwachstellen der Kreatur zu zielen und feuert. Ich habe eine 3, eine 19 und eine 12. Mann, richtig schlechte Würfe. Na gut, Aggressotron. Oh nein, ja gut, den können wir mal gucken, ob wir den ausschalten können. Was haben wir jetzt gemacht? Eingeschaltet wahrscheinlich. Zugriff auf Station. Einheit wird initialisiert. Zugewiesene Subroutinen werden geladen. Bitte weisen Sie das Personal in der Nähe der Aufladestation an, Platz zu machen. Okay. Abschalten. Rückkehr zur Aufladestation. Gut. Das ist gut, 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 gut. Den Aggressotron wollen wir nämlich nicht treffen. Turmsteuerung, joa, wir können ja mal gucken, was da so angeschlossen ist. Zwei Einheiten, also irgendwo. Aktivieren, och, nö. Aktivieren, nö, brauchen wir nicht. Okay. Wenn der aus ist, dann ist er aus. Wow. Da haben wir aber nochmal Glück gehabt. Beide hinüber. Ach, die hätten wir doch hacken können. Ah, jetzt sind sie hinüber. Selbstzerstörung, anstacheln. Ja, egal. Geht nicht mehr. Wow! Hey, du, das ist nicht gut, was du da machst. Ja, okay. Ich bin ermüdet. Habt ihr was für mich? Ein schöner Besen. All die Kabel. Sieh mal, es funktioniert. Oh, Curie, das freut mich total. Die Türen sind alle verriegelt hier und ich habe den Knopf nicht gefunden. Gibt's hier irgendwo Knöpfe für mich? Ich liebe es, Knöpfe zu drücken. Könnte ich den ganzen Tag tun. Nur Knöpfe drücken. Wir waren damals wohl keine Experten in der Eindämmung der Strahlung. Die Werte sprengen fast die Skala. Ich beobachte die Dinge lieber aus der Ferne. Ach so, ich soll da rein. Ah ja, ich verstehe schon. Ha! Knöpfe! Nein, der Luftschleusenzyklus eingeleitet. Bitte warten. Leite Dekontaminierungssequenz ein. Ich empfehle Vorsicht. Curry! Oh, cool. Wir werden dekontaminiert. Kontaminierung abgeschlossen. Sie können passieren.
Schnell, 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 schnell. Drück da drauf. Bitte warten. Wir scheinen den Gegner verloren zu haben. Dekontaminierung abgeschlossen. Puh, wir haben es geschafft. Vielleicht Kampfhandlungen werden fortgesetzt. Ich glaube, der passende Ausdruck ist Juhu, richtig? Was ist das denn? Eine Umgebung entdeckt. Möglicherweise getarnte Einheit im Einsatzbereich. Oh nein, nicht die! Na, wie sieht's aus? Alles ruhig jetzt. Nukleares Material nehmen wir aber mit. Oh, eine rote Kiste. Glück, Baseballschläger! Kritische Treffer verursachen doppelten Schaden und der Balken für kritische Treffer füllt sich 15% schneller. Ja, aktuelle Mods, keine Verbesserungen, natürlich. Schaden, ballistischer Schaden 556, Geschwindigkeit langsam, Gewicht 3, Wert 125, das nehmen wir mit. Ah, ein bisschen Munition. Na? Wie geht's? Darf ich auch mal? Reaktorsteuerungsterminal. Zumindest waren wir als Erste da. Scheinbar. Okay. Mars Fusion OS Version 4.86. Hauptreaktor, Reaktorsteuerung. Reaktorstatus: Der Hauptreaktor ist derzeit offline. Energieleistung 22,105 Megawatt. Effizienzbewertung entfällt. Strahlungsniveau kritisch 153 Reds. Warnung, kritische Strahlungswerte in Reaktorkammer erreicht. Bitte treffen Sie entsprechende Sicherheitsvorkehrungen. Das hätten wir vielleicht vorher mal lesen sollen. Intramail der Forschungsabteilung vom 30.07.77. Da lesen wir uns doch mal ein an Reaktorteam von Enchantridge, Forschungsleiter. Heute betreten wir Neuland. Sobald der Schalter des Reaktors umgelegt ist und der Beryllium-Beschleuniger die Fusionsreaktion kalt startet, wird die Clean Power Atomenergie für uns alle Realität. Als Forschungsleiter des Projekts möchte ich Ihnen
für Ihre Mitarbeit danken. Viel Glück und alles Gute. Zum dritten Mal, liebe Welt da draußen, persönliche Intramail vom 1.8.77. Na, haben da auch andere noch mitgespielt? Ja, wie es aussieht, sind das noch andere Spieler, die hier beteiligt waren. Und zwar an D. Warbash, ach ja, X. Vincent hatten wir letztens und B. Thorpe. Das müsste jetzt B. Thorpe sein, zum Beispiel. Könnte sein. Von C. Collins, Reaktorsteuerung. Gander zieht seine Dämonenklinge, Dämonentöterklinge aus der Schwertscheide und wartet, bis Tamashs Beschwörung wirkt. Er achtet sorgfältig darauf, ob sich im Raum etwas bewegt. Und einen Tag später, am 2.8.77, geht das Spiel weiter. Gander beherzigt Schattenteufels Warnung und versucht, dem erwarteten Angriff zu entgehen. Gleichzeitig führt er einen mächtigen Hieb mit seiner Klinge aus. Ich hab wohl eine 18. Nicht schlecht. Persönliche Intramail vom 3.8.77. Gander tritt vor der Kreatur zurück, da er erkennt, dass die Höllenbrut aus reiner Magie besteht und seine Waffen nutzlos wären. Meine Freunde, Magie ist das Einzige, was diese Kreatur der Finsternis aufhalten kann. Er kniet sich hin und spricht ein kurzes Gebet um zu Bashla, den Gott des Stahls. Und wir werden nie erfahren, wie es ausgegangen ist. Aber wir werden erfahren, wie unsere Geschichte weitergeht, nämlich in der nächsten Folge, liebe Welt da draußen. Ja, diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Lieben Dank dafür. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sieh mal. Es funktioniert. Oh, Curie, das freut mich total. Die Türen sind alle verriegelt hier und ich habe den Knopf nicht gefunden. Gibt es hier irgendwo Knöpfe für mich? Ich liebe es, Knöpfe zu drücken. Könnte ich den ganzen Tag tun. Nur Knöpfe Wir drücken. Wir waren damals wohl keine Experten in der Eindämmung der Strahlung. Die Werte sprengen fast die Skala. Ich beobachte die Dinge lieber aus der Ferne. Ach so, ich soll da rein. Ah ja, ich verstehe schon. Ha! Knöpfe! Nein. Der Luftschleusenzyklus eingeleitet. Bitte warten. Leite Dekontaminierungssequenz ein. Curry! Oh, cool. Wir werden dekontaminiert. Dekontaminierung abgeschlossen. Sie können passieren. Prima. Ja, aber doch nicht mit mir. Moment mal. Wir sind gleich ein Ghoul. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Ach, wir hätten doch diesen Anzug anziehen sollen, oder? Bei mir knistert es etwas, aber nur ein bisschen, ist nicht so schlimm. Ich drücke hier auf den Knopf schnell. Keine Zeit, um irgendwas zu lesen oder so. Beryllium-Beschleuniger nehmen. Na, vielen Dank. Mich raus! Ich glühe! Ich glühe! Mach das Ding an! Oh, gut, 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 gut. Dekontaminierung abgeschlossen. Prima. Wow. Curie, du musst treffen.
Angriff. Das ist voll krass jetzt, hätte ich nicht damit gerechnet. Nein! Oh, das ist aber schade.